Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, auf meinem neuen Kanal. Mein Name ist TheRonix und ich heiße euch herzlich willkommen. Dieses Video wird erstens mein erstes Video sein und außerdem mein Kanal-Trailer sein. Das heißt, wenn du irgendwie auf diesem Kanal Kanal gestolpert bist, dann wird dieses Video das erste Video sein, was dir direkt um die Ohren gehauen wird. Denn wenn du wissen willst, worum es hier geht, dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Video werde ich erklären, was in genau so der Sinn hinter diesem Channel ist, wer ich bin, was ich mache und alle wichtigen Sachen, die eventuell Fragen aufkommen lassen könnten. So, mein Name ist Aronix bzw. Tobias. Ich bevorzuge es normalerweise mit meinem echten Vornamen angesprochen zu werden. Allerdings steht euch das frei, falls ihr eine Frage habt oder sonstiges, mich so anzusprechen, wie es euch beliebt. Jedenfalls, ich bin seit ungefähr über einem Jahr mittlerweile oder knapp einem Jahr aktiver Zombie-Spieler in Call of Duty Black Ops 1 und Black Ops 2 und habe dort auch schon die ein oder andere hohe Runde erreicht. Und dieser Channel soll quasi dazu dienen, meine Gameplays hier zu posten. Ich habe auch einen Twitch-Account, Link in der Beschreibung, sowie alles andere Wichtige, was ich in diesem Video noch erwähnen werde, findet ihr alles wieder in der Beschreibung. Und auf dem streame ich regelmäßig, beziehungsweise zumindest wenn Ferien sind oder Wochenende, dann streame ich dort ziemlich oft. Allerdings unter der Woche ist halt leider zurzeit nicht so viel Zeit. Ich bin nämlich 16 Jahre alt, ich gehe in die 11. Klasse eines Gymnasiums und da findet man unter der Woche nicht mehr allzu viel Zeit, um sich da quasi drum zu kümmern, dass man da wirklich ein paar High Rounds streamen kann. Deswegen spiele ich auch unter der Woche nicht so viel auf High Rounds. Jedenfalls, wenn ich Zeit habe, bin ich da auf jeden Fall sehr aktiv. Meistens halt, wie gesagt, Wochenende und Ferien. Und nun ja, allerdings, nein, außerdem. Einige von euch werden mich eventuell kennen von meinem vorherigen YouTube-Channel, der sogenannte ZAS-Clan. Das Ganze hat leider nicht so funktioniert, wie man sich das irgendwie gewünscht hätte. Das war ein Projekt mit mir und einem Kollegen, den ich über Xbox Live kannte. Wir haben uns gedacht, ja komm, lass mal einen Zombie-Clan erstellen. Wir sind ziemlich aktive und gute Zombie-Spieler, spielen schon eine Weile lang zusammen. Und nun ja, das Ganze haben wir dann halt eben erstellt, Clan-Channel gemacht und alles. Ich war auch bis dato der Einzige, der da wirklich mal ein bisschen Content produziert hat, außer halt in Koop-Games. Da habe ich, glaube ich, zwei mit ihm zusammen hochgeladen, wenn ich mich nicht irre. Allerdings ist er dann nach 2 oder 3 Monaten ungefähr inaktiv geworden und alleine hatte ich jetzt auch nicht so die Motivation dazu, das Ganze zu leiten, beziehungsweise so einen eigenen Zombie-Clan auf die Beine zu stellen. Fand ich schon toll, aber irgendwie ist es natürlich auch gut, wenn man da ein bisschen Unterstützung dabei hat, und die hatte ich dann eben nicht mehr, dann hat mir die Motivation da gefehlt. Und dann habe ich glücklicherweise die Leute vom Apollo-Clan getroffen, bei denen bin ich jetzt Mitglied. Das ist auch ein deutscher Zombie-Clan. Wir betreiben auch einen YouTube-Channel, Link natürlich wieder in der Beschreibung. Was dort gepostet wird und alles, wird alles noch auf dem ersten Video dort erklärt werden. Das Gameplay ist schon aufgenommen, muss nur noch geschnitten und kommentiert werden, und dann wird es hoffentlich im Verlauf dieser Woche noch dort hochkommen. So, da ihr jetzt schon mal ein bisschen Ahnung habt davon, was hier gezeigt werden soll, im Hintergrund seht ihr ein Der Riese Solo Runde 80 Gameplay. Spielzeit waren ungefähr, lass mich nicht lügen, 6 Stunden und 15 Minuten, 1 Stunde 30 bis 50. Ich habe so ein bisschen versucht, am Anfang ein wenig auf Speedrun zu spielen. Die allgemeine Strategie seht ihr am Anfang für die ersten 45 Runden. Danach bin ich die Double Trap Strategie gelaufen, die jeder Highrounder hier macht. Die müsste eigentlich allgemein bekannt sein. Falls nicht, habt ihr im Hintergrund genug Gameplay, um euch die mal gediegen reinzuziehen und euch eine Vorstellung davon zu machen, was man hier auf der. Davon, nein, um. Euch eine Vorstellung und dass ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, was man eigentlich hier auf der Riese macht, um solche Runden zu erreichen. Ich habe Flawless gespielt bis Runde 77, dann hatte ich leider meinen ersten Down. Dann war ich bei Runde 80, bin ich essen gegangen, als ich wiedergekommen bin, habe ich 2,5 Minuten gespielt, bin gestorben, aufgestanden, Monkey geworfen und sofort Double Hit. Ja, ziemlich, ziemlich bescheuertes Ending. Mein Rekord davor war Runde 48, also war ich schon ziemlich zufrieden mit diesem Run für einen quasi ersten Versuch. Und nun ja. So, was möchte ich noch sagen? Ja, ich habe auch schon ein paar Gameplays gepostet auf diesem ZAS-Clan-Channel, auch ein paar gute Solo-Gameplays. Allerdings werde ich diese nicht wieder hier hochladen.
Ihr findet den alten Channel, wenn ihr die Beschreibung öffnet. Wer hätte es gedacht? Habe ich ja noch nie erwähnt und so. Da könnt ihr die angucken, wenn ihr wollt. Es sind jetzt nicht die krassesten Übergameplays, aber ich arbeite daran. Ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich denke, sie sind schon anschauenswert. Und wenn nicht, dann lasst das halt sein, ne? Jedenfalls. Gut, ich weiß gar nicht. Ich bin, glaube ich, alles losgeworden. Alles Wichtige zu diesem Channel. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, dann werden hier natürlich auch Challenges gepostet werden. Nicht nur High Rounds, sondern auch Challenges. Beides, sowohl Koop als auch Solo. Hauptsächlich Solo, weil Koop spiele ich meistens eh mit meinen Clan-Mates. Und da wird häufig, wenn dann, etwas auf dem Clan-Channel gepostet, der auf Koop-Gameplays ausgelegt ist. Hauptsächlich natürlich. So. Großes, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich bin eigentlich soweit durch gewesen. Ich könnte ja noch ein paar Stats zu dem Game sagen. Nö, könnte ich eigentlich nicht. Seht ihr alles am Ende wahrscheinlich? Seht ihr meine Kills und so weiter? Weiß ich jetzt natürlich alles nicht auswendig. Ich bin natürlich auch so voll der Professor, ne? Sehr Schlaubi. Ich hatte mir natürlich mitgeschrieben, das mache ich eigentlich immer, wenn ich so eine Highround starte, schreibe ich mir immer mit in, was weiß ich, mache ich mir einen Editor auf oder so, einfach Windows-Editor, ganz einfach, schreibe dann immer auf, Runde, wenn es eine hohe Runde ist, auch noch die Zeit meistens, und dann schreibe ich mir so ein paar Sachen auf, die ich ins Video reinschneiden will. Ja, gut, das habe ich natürlich hier gemacht, aber ein Genie, wie ich auch so bin, habe ich natürlich irgendwie diese Datei gelöscht oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo die hin verschwunden ist. Deswegen habe ich hier jetzt leider keine schönen Szenen. Also was heißt hier schönen Szenen? Ich habe halt ein bisschen Gameplay drin jetzt, aber keine so Close Calls oder sowas. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen leider verloren habe und ich bin echt nicht dafür bereit, dafür jetzt irgendwie 6 Stunden Videomaterial durchzugehen, nur um eine Szene rauszuschneiden. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Außerdem bin ich natürlich verrückt genug, um auf Runde 77 einen Zombie mit der FG42 zu töten. Habe ich euch auch reingeschnitten. Hat, glaube ich, über 5 Minuten gedauert, der ganze Scheiß. Ich habe es natürlich verschnellert, weil sich sowas ja kein Schwein anschauen will, ne? Ja, gut, jedenfalls, ich hoffe, ich bin alles losgeworden. Das hier war mein Kanal-Trailer fürs Erste. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Natürlich. Wer würde das nicht tun? Und falls ihr soweit geguckt habt, bedanke ich mich natürlich vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut da rein. Also ich kann es immer noch nicht glauben, dass Frenzy mir folgt. Ich meine, gut, der Kerl folgt irgendwie die 250 Leuten, aber trotzdem finde ich das richtig hammergeil. Einfach so random. Vorhin chillt er so im Stream, ne, und dann schaue ich so der Follower, Frenzy. Oh mein Gott! Gut, da werde ich so schon zum kleinen Fanboy, weißt du? Wo ist das ein Erfolg? Down. Der war halt richtig unlogisch. Double Hit. Alter, nein. Das kannst du nicht sein. 2 Minuten. Ähnlich auch. Ich komme